Was geht, Freunde der Karten? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Marvel Snap. Und ich habe gute Nachrichten für euch. Ich habe es hier gerade halt auch offen, weil wir können mal eben wechseln. Ich bin hier in den offiziellen Discord-Server von Marvel Snap. Und die haben gestern gegen 20 Uhr bekannt gegeben, dass es wieder Serious Drops gibt. Und ich muss sagen, diesmal finde ich es nicht so interessant, ehrlich gesagt. Also für mich persönlich, Atuma habe ich schon. Zabu habe ich schon, weil ich mir den Season Pass damals geholt habe. Sauron habe ich schon. Wobei ich jetzt erstmal sehe, wie krass selten der ist. Der Rest ist M'Baku. Spielt eigentlich keiner. Also es liegt vielleicht auch mit daran, also ich finde, er müsste 1-3 haben. 1-3 wäre ein solider Wert, wo ich sagen würde, weil sein Effekt ist ja, dass wenn ein Slot noch irgendwie frei ist und er ist im Deck, dann wird er sich automatisch dahin spielen. Mit 1-2, weiß ich nicht, das ballert irgendwie nicht so. Atuma ist wiederum relativ gut für die ganzen Big Decks. Ihr könntet auch, weil er sagt, wenn halt hier mehr als eine Karte liegt, wird er am Ende zerstört. Also wenn er mehr als er liegt. Wenn ihr aber zum Beispiel Armor spielt, dann wird er ja geschützt und kann nicht zerstört werden. Ihr könnt ihn auch mit Zero spielen und ab dafür für 4 halt eine sehr starke Karte, auch kombinierbar mit Zabu, der dann halt dafür sorgt, dass er nur noch 3 kostet. Also durchaus eine spielbare Karte in bestimmten Decks. Dann haben wir hier noch Orca und ich muss sagen, Orca ist irgendwie so, ich meine, er hat irgendwie den Effekt, wenn er irgendwo alleine auf einer Location liegt, kriegt er glaube ich plus 6 oder so. Damit ist er einfach nur der teurere Namor. Weiß nicht. Wenn er jetzt irgendwie 12 hätte oder so, dann würde ich sagen, okay, aber an sich, weiß nicht, ich sehe irgendwie nicht den Value mit ihm so richtig, weil ich würde, glaube ich, lieber den Namor für 5 spielen als ihn für 6. Ich habe den auch noch nie in irgendeinem Deck gesehen, ehrlich gesagt, deswegen juckt er mich so gar nicht. Ihr könnt natürlich mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das anders seht. Dann haben wir ja hier noch den Shadow King und Shadow King ist wirklich mit Abstand die Karte, die wirklich, und jetzt hört mal genau zu, nie gespielt wird. Also Shadow King ist wirklich absolut schlecht. Sein Effekt sagt, auf diesem Standort werden halt, wenn die Stärke erhöht wurde, wieder auf Normalwert zurückgesetzt. Und da muss ich sagen, er ist zu teuer dafür. Er ist einfach zu teuer. Wenn der 2 kosten würde, okay. Aber 4? Sonst müsste der für 4 müsste der mindestens 5 Power haben, finde ich. Also Shadow King ist wirklich nutzlos. Der einzige Zweck, den ich mir vorstellen könnte, und dann wäre er gut, und dann wäre auch die Kosten gerechtfertigt, wenn er das auf dem gesamten Spielfeld machen würde. Stell dich mal vor, der Gegner spielt Hasmat oder so, oder er spielt einer der Big Decks, und ihr könntet am Ende nochmal mit dem hier raushauen und sagen so, haha, dein erhöhter Wert ist jetzt wieder auf Normalwert, oder meine gesenkten Werte sind jetzt wieder auf Normalwert oder so. Dann wäre der gerechtfertigt, weil das wäre ein Konter gegen Hasmat und das wäre ein Konter gegen die Big Decks. Da würde ich sagen, ja, dann wäre der gerechtfertigt, aber so finde ich den irgendwo nutzlos. Weil einen Standort damit retten und seien wir ehrlich, wie oft kommt es vor, dass ein Buff auf einem Standort so, ja, das ist zu random, das ist so situativ halt. Dann haben wir hier noch Shana. Und Shana an sich finde ich interessant. Auch die, finde ich, ist halt ein wenig zu schwach. Also ich finde, sie könnte ruhig eine solide 4-4 sein, so wie Khazar. Aber wahrscheinlich, ja, Männer sind immer stärker als Frauen. Nein, ich finde aber trotzdem, ihr Effekt ist nicht schlecht. Sie legt halt auf alle Locations eine Einer-Karte, eine zufällige. Ich finde aber trotzdem, mit einer 4-4-Stärke wäre sie auf jeden Fall besser, weil ansonsten müsste sie 3 kosten, finde ich. Für eine 2 Stärke, finde ich, wäre 3 besser. Dazzler ist eigentlich eine interessante Kombokarte. Wird auch relativ selten gespielt. Es gibt auch nicht so viel, worin man sie spielen kann. Also ein Zoo-Deck macht am meisten Sinn. Ich meine, wenn alle Standorte auch beim Gegner voll sind, dann
oder nur eure Standorte, ich bin mir nicht ganz sicher, dann kriegt sie plus 6 Power und für 4 eine 10er-Karte ohne einen sonstigen Nachteil ist eigentlich ziemlich gut. Man hat hier natürlich nur einen ziemlichen Nachteil, insofern man kann sie zum Beispiel nicht in ein Cerebro-Deck spielen, die halt auf dicken auf viele Kartenfelder aufbaut und so weiter. Man kann sie maximal in einem Zoo-Deck spielen und ja, da besteht halt immer das Risiko, dass am Ende halt ein Killmonger gespielt wird und dann ist vorbei. Deswegen, ja, bin ja immer noch dafür, dass man halt Armor irgendwie den Effekt anders gestalten sollte, dass man nicht auch die gegnerische Seite halt schützt. Wäre vielleicht auch interessant, wenn man sagen würde, Armor schützt halt die Seiten links und rechts neben sich, je nachdem, wo man den spielt. Dann wäre es nämlich wieder cool, weil dann könnte man nämlich zum Teil verhindern, dass halt die anderen Felder zerstört werden. Irgendwie sowas wünsche ich mir halt. Oder vielleicht eine neue Karte, die das macht, keine Ahnung. Dann wären diese Zoo-Decks vielleicht auch ein bisschen stärker, weil auch da ist halt wieder der Fall, so eine Karte am Ende kann im Prinzip euer ganzes Deck kaputt machen. Und selbst wenn es vorher knapp war, eine Karte reicht aus und euer Deck ist im Eimer. Deswegen werden halt diese Zoo-Decks mit einer Karte auch relativ wenig gespielt. Für Leute, die Big Decks spielen wollen, ist natürlich Sauron eine geile Sache, dass er jetzt einen Serious Drop bekommt, auch wenn er immer noch auf 4 ist. Weil da entwickeln sich halt mega viele Kombos raus. Wir können zum Beispiel Sauron spielen und Typhoid Mary und Red Skull und auch Atuma und wie sie alle heißen. Oder auch ein, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen, 1-7. Also kostet 1-7, kann nach der dritten Runde nicht mehr gespielt werden und fortlaufen er kann halt hier, weil kann der dann trotzdem noch gespielt werden? Gehört das zu seinem Fortlaufeffekt? Ich weiß es gar nicht. Hier können keine Karten mehr gespielt werden. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Kam in Infinity War vor, der Typ. Evil Maw, genau. Ja, damit werden auf jeden Fall diese Effekte annulliert und die Nachteileffekte verschwinden dadurch. Ist natürlich sehr praktisch, weil ihr immer noch Aufdeckeneffekte on top spielen könnt, aber die ganzen nachteiligen Ongoing-Effekte verschwinden. Ihr könntet zum Beispiel auch, wenn ihr wollt, ein Elektro dann noch zocken und Elektro hätte nicht den Nachteileffekt, dass ihr nur noch eine Karte spielen könnt. Also könntet ihr trotzdem noch irgendwie zusätzlich ein Mana generieren, ohne dass ihr einen Nachteil habt. Ich finde auch hier zum Beispiel ist 3 gerechtfertigt, auch die Stärke ist gerechtfertigt, alles. Also da würde ich sagen, kann man auch nichts ändern oder verbessern, schlechtern oder so, müsste da nicht gemacht werden. Aber ich finde zum Beispiel hier der Shadow King minus 2 Kosten wäre definitiv gerechtfertigt. Bei Shana plus 2 Stärke wäre auch gerechtfertigt. Und bei Embarku plus 1 Stärke wäre gerechtfertigt. Dann wären diese Karten definitiv spielbarer, weil Shadow King wäre dann wenigstens ein guter Zweier-Drop. So ist er einfach nutzlos. Weiß ich nicht. Was meint ihr dazu? Haut's gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, sind da Karten bei, wo ihr sagt, ey, darauf habe ich lange gewartet, wie zum Beispiel Sabu. Oder sagt ihr, interessiert mich nicht. Haut's mal gerne in die Kommentare. Von meiner Seite aus war's das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.